Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge. Omsi, schön, dass du wieder einschaltest. Ja, wir sind ja immer noch in unserer Motto-Woche und dementsprechend gibt es jetzt den nächsten Mercedes, den ich euch vorstelle, den O407. Das ist ein kostenloses Fahrzeug, welches ihr natürlich runterladen könnt und natürlich ein Fahrzeug, welches natürlich in der Leitstellenfahrt benutzt werden kann. Wir werden uns das Ganze heute mal anschauen auf der Karte Bad Hügelsdorf 2020. Hier oben seht ihr das, der O407. Ja, wir fahren heute auf der Linie 306, genau, von auf der Halde, genau, nach Wieseneck Friedhof. So sieht heute, wie gesagt, unser Fahrplan aus. Die Karte, wisst ihr ja, ist ja so ein bisschen grenzwertig. Müssen wir mal gucken. Vielleicht hat sich jetzt so an der Performance mittlerweile ein bisschen was getan. Das ist die Payware-Karte, ne? Also jetzt nicht verwechseln mit der Freeware-Karte. Und ja, dementsprechend, ja, wenn wir uns heute mal diesen Klassiker hier anschauen. Aber auch dieser, den bin ich früher sehr, sehr gerne gefahren. Ja, wenn wir uns das Ganze hier angucken, das ist ein Überlandbus. Ja, sieht man ganz klar oben mit der Gepäckablage und alles sowas. Fährt sich wunderbar. Also damals, wo ich den gefahren bin, hat der richtig Spaß gemacht. Und jetzt könnt ihr den natürlich jetzt auch fahren, wenn ihr das möchtet. Und ja, dementsprechend lassen wir uns mal überraschen, was der Bus hier so zu bieten hat. Wenn die Karte jetzt nicht hängen würde. Aha. Und von daher würde ich es mal sagen, springen wir mal direkt rein und starten das Ganze mal und bereiten uns hier mal so ein bisschen vor. Ihr seht, Motor an sich ist schon an. Jetzt werden wir hier nur noch die Linie jetzt hier einstellen und dann passt das schon. Also, wir sind auf der 306. 0. Und Fahrt 0, was hatte ich jetzt gesagt? 5? Ich weiß nicht. Nach Wieseneck Friedhof. Passt. Wundervoll. So, Leute kommen auch schon. Die wollen schon mit. Mach rein. Guten Tag. Was Kurzes, bitte. Was Kurzes. Also, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Kurz. Ich hoffe, der gibt jetzt hier richtig aus. So, das war eine 2. So, was kostet das? 2,20. 1, 2. Kein Trinkgeld. Was? So, ach so. Ah ja. Das Rückgeld ist kein Trinkgeld. So, also 2. Das sind, nee, ne? Das sind 1 Euro Stück. 2, 4, 6, 7. Dankeschön. Hallo. Hallo. Ja, dass man sich hier immer umgewöhnen muss hier, ne? Das ist ein bisschen. Eine Kurzstrecke kriegst du. So 2, 4, 6, 7, 50. Danke. Servus. Ein Erwachsener, bitte. Ein Erwachsener? Ja, Sapperlot, wo bleibt denn mein Ticket? Ja, Sapperlot, wo bleibt ich würde es dir gern geben, aber es gibt kein Ticket. Sind Sie noch da? Ja. Sind Sie noch da? Erwachsen? Sind Sie noch da? Kurz. So, Entschuldigen Sie? Vielen Dank. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Irgendwie hat die Kasse. Kein Normalfahrschein drin. Tageseinzeln, 6,30 Euro. Das ist die Tageskarte. Code, klar. Und dann hast du nur noch Kinder. Aber es gibt keinen Normalfahrschein. Gut zu wissen. Ja, müssen wir jetzt ohne mit auskommen. Wir können auch schon mal anmachen hier. Fenster auf. So, ich hoffe, du bist geschildert. 306 passt. Ja, wundervoll. So, jetzt hängt die Karte wieder. So. Und dann machen wir jetzt hier noch Licht an. So, perfekt.
Jetzt die Zeit mal ein bisschen vorspulen und dann können wir loslegen. Und es geht direkt los. Mal gucken, wie gesagt, update-technisch, ob da was passiert ist. Von der Performance her, also Fahrzeuge fahren noch ineinander durch, also da hat sich noch nichts getan. Ach, schade. Ja, gucken wir, wie die alle durchfahren hier. Ab rein in den Kreisverkehr mit uns. Gut. Hallo. Im Krähennest. Geht's ja gut hier auf und ab hier. So, alles einsteigen. Rein, rein, rein. Hallo, Hallöchen. Hallihallo, Hallöchen. Oh, das kenn ich auch noch. Grüß miteinander. Kunsthalle. Oh. So, da hinten, die stehen schon mal auf. Gott zum Gruße. Los, nicht losrollen hier. Fahren wir den noch um. Das wollen wir dann auch nicht.
Ja. Wir werden am Mittwoch oder Donnerstag, werden wir dann auflösen, welche Karte es denn ist. Wie gesagt, Busvorschläge notiert die gerne unten in die Kommentare. Wir müssen da mal gucken. Weil wir brauchen die Busse natürlich auch. Ja? Also wenn ihr jetzt einen bestimmten Bus jetzt fahren wollt und wir haben ihn natürlich nicht, ja, können wir natürlich euch den Bus nicht mieten. Deswegen, vielleicht denn, wenn ihr Lust habt, wirklich mal mitzufahren jetzt so bei der Leitstellenfahrt hier so im nostalgischen Raum hier, dann gerne in die Kommentare. Wir gucken, dass ich den Bus finde und den dementsprechend noch runterladen kann. Und dementsprechend können wir uns den dann auch leisten, mieten. So, ja, brauchst du nicht zittern, komm rein hier, ich beiße nicht. Hallo. Hallo. Was sagen, jeder normale Autofahrer hätte jetzt gebremst. Ist schon cool hier, wie das Ganze gebaut ist, mit den ganzen Menschen hier, ja, Das wirkt halt auch so richtig belebt, denn halt, ja. Kleine Dollenstraße. Ah, ist schon ärgerlich, dass er halt wirklich hier mit so einer Performance hier zu kämpfen hat. Aber ich muss halt sagen, also so die ersten Meter, die wir jetzt hier gerollt sind, sieht es tatsächlich echt gut aus. Dafür. Klar, er muss halt immer noch. Die Häuser hier, ja, also entweder fährst du jetzt oder weiß ich nicht. Was ist das denn? Honda Civic? Das sieht ja schicker aus. Ja, wie gesagt, da scheint sich hier wohl was eingepegelt zu haben hier. Ich glaube, seit Release sind wir die Karte auch echt nicht mehr gefahren, ne? Vielleicht kurz danach nochmal irgendwie so, aber scheinbar gab es hier wohl einige hilfreiche Updates. Die bräuchte auch München eigentlich. München läuft genauso schlecht, also wenn nicht sogar noch schlechter als Bad Hügelsdorf. So, wundervoll. Kollege war da gerade 306.
jetzt hier so viele mit. Wahnsinn. Hi. Hallo. Einmal das Tagesticket, bitte. Das kann ich dir ausdrucken. Kostet 6,30 Euro. Vielen Dank. Servus. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Nur kurz Streck, bitte. Gut Streck. 2. Ist aber sehr großzügig. 2,50 Euro. Hallo. Hi. Hallo. Ja, hallo. Der will. Servus. Das ist mal so frech jetzt sicher, wir wollen nicht gerade ausfahren. Mit 30 lang fahren. Was ist los? Geht also schon bergauf hier. Spielplatz hier. Hier sind wir doch gleich lang gefahren, ne? Ich kann schon hochquälen hier. Der arme Junge. Dabei sind. Aber scheinbar keine Probleme hier hochzukommen. Ist die falsche Stelle. Hallo. Hallo. Jetzt nur ein Ticket für ein Verhaltestellen, also eine Kurzstrecke. Danke. 2, 4, 6, 7. Sagen Sie mal, geht's so noch kleiner? Dankeschön. Dann solltest du nicht mit einem Zehner bezahlen, dann geht's auch kleiner. Nicht kleiner, meine ich. Ne? Gleiches mit Gleichem. Ach, die beiden gute. Das sind ja viel zu früh. Wir sind viel zu früh. Hallo. Hallo. Thank you.
Alter, das ist wirklich eine sehr schöne Karte. Das ist genauso eine Karte, wie ich sie mir vorgestellt habe, ja. Jetzt so also nach dem Release. Musste man halt natürlich ein bisschen nochmal Geduld mitbringen, damit die Performance besser wird. Klar, sie ist jetzt immer noch nicht am absoluten Höhenpunkt angekommen, ja, die Performance. Läuft aber schon deutlich besser, als wie noch zum Release halt hin. Und ja, genau so wie ich mir die Karte vorgestellt habe, genau so ist sie geworden. Und das finde ich halt extremst gut, ja. Du hast halt so deine größere Stadt und dann hast du hier noch so ein bisschen so diese dörfliche Gegend, ja. Und das halt alles so gemixt mit total liebevoll gestaltet, ja, nicht einfach so dahin geklatscht und fertig ist es. Nein, es ist so, so richtig schön, super putzig so halt aufgebaut. Einzige, was mich ein bisschen stört, ist die Kurven manchmal, ja, also die sind ein bisschen heftig. Ja, daran merkt man dann halt, dass es halt wirklich eine fiktive Karte ist, oder eine fiktive Stadt. Teilweise sind die Kurven nämlich schon sehr, sehr extrem. Aber sonst... Hier stimmt halt irgendwas mit dem Zaun halt nicht, ne? Da ist die Textur irgendwie... Seht ihr das? Da ist die Textur ein bisschen komisch. Was willst du? Du willst, Vielen Dank. Hallo. Ja, hallo. Kind einzeln, Kind kurz, 50. Vielen Dank. Hi. Also ich fahre nur 3 Stationen, also hätte ich gerne einen Kurzstreckenticket. Danke. Ja, danke schön. So, und dann habe ich hier auch noch was gesehen, meiner Meinung nach. Nee, gut. Also es war wirklich nur der Zaun hier, ne? Das sieht man, dass hier irgendwas mit der Textur nicht stimmt. Aber gut, das kann jetzt auch im Zuge dessen sein, dass man natürlich da ein bisschen was jetzt machen muss, um die Performance zu steigern. Das könnte natürlich so ein Resultat sein, ne? Aber es ist jetzt wahrscheinlich genau, dass ich genau jetzt hier an der Stelle mir diesen Zaun angucke. Das darf doch nicht wahr sein. Aber wunderschön. Ja, jetzt gefällt sie mir richtig gut. Wie gesagt, also ich habe es ja auch so zum Release ja schon ziemlich gut gefunden. Wie gesagt, mit der Performance klar, ne, dass man da irgendwo Abstriche erstmal machen muss, damit das Ganze halt erstmal halbwegs flüssig läuft. Aber dass er hier wirklich das geschafft hat, dass man jetzt mit einer doch recht stabilen Framerate jetzt hier spielen kann. Oh, scheinbar finde ich hier die Ansage. Wieseneck Friedhof. Ja, den Endhaltestelle, alles aussteigen. Und damit neigt sich die tolle Fahrt hier leider schon zu Ende. Hätte ich jetzt gerne mehr gesehen, ne? Muss ich gestehen. Aber wie sagt man immer so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, so ein bisschen. So kommt mir das vor. So, ja, einmal zu früh waren wir. Blöd gelaufen. Aber naja, so ist es. So, jetzt machen wir mal hier noch ein schönes Bildchen hier. Und dann haben wir es. Ja, Leute, das war schon wieder die nächste Fahrt gewesen hier mit einem weiteren Oldtimer. Also, wie gesagt, der O407 mit ja, dabei in der Leitsternfahrt. Also sollte euch dieses Modell gefallen, dann ladet euch das Ganze runter. Wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein. Ja, da könnt ihr euch das Ganze dann dementsprechend runterladen und natürlich dann teilnehmen. Aber spätestens zur Leitsternfahrt habt ihr sowieso, zumindest einen Bus habt ihr definitiv, den ihr benutzen könnt. Und ja, den werden wir uns jetzt wohl anschauen. Deswegen unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt hier von mir mit OMSI. Würde ich mich sehr darüber freuen, verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.